dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es wieder ein Neuigkeiten aus der Drogerie-Video für euch geben. Und zwar war ich vorhin im DM und was ist mir natürlich sofort ins Auge gesprungen? Zwei Riesenaufsteller von Bilou. Ja, und nicht nur das, es wird nicht nur zwei neue Duschschäume geben, es wird auch eine neue Produktkategorie geben. Ich habe mir alles gekauft. Und ich habe auch alles doppelt gekauft. Heute in diesem Video wird es nämlich eine große Verlosung geben für euch. Ich werde euch alle Teilnahmebedingungen mal unten in die Infobox schreiben, beziehungsweise wir kommen später nochmal dazu. Hier ist auch der Beweis, ich habe zwei Kassenzettel. Wie gesagt, ich habe alles doppelt gekauft. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass ihr euch freut. Wir kommen jetzt direkt zu den Neuigkeiten von Bilou eben, wie gesagt. Und zwar wird es geben einen neuen Duschschaum in der Duftrichtung Pink Melon. Und ich kann euch sagen, das ist so, so krass. Wir haben uns das vorhin aufgetragen im DM, der Lissandro und ich. Und da kommt euch so ein krasser Melonenduft entgegen. Also wer Melonen liebt, der wird auf jeden Fall auf dieses Produkt fliegen. Ich kann es euch schon mal sagen. Jeder, der mir auf Snapchat folgt, der weiß ganz genau, wie sehr ich Melone liebe. Meine Melonensalat-Kreation, ich glaube, euch hängt es schon zum Hals raus. Auf jeden Fall liebe ich Melone und dieser Duft ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob die da wirklich eine Melone reingepackt haben, also so riecht es zumindest. Und es ist so, so gut. Als nächstes wird es geben Coco Cocktail und das ist natürlich ideal jetzt für den Sommer. Auch das Design natürlich, hier vorne ist eine Kokosnuss drauf, ganz, ganz klar, ein Flamingo. Ich finde auch hier mit dem Türkis super passend eben zum Sommer und dieses Produkt hier ist nochmal der absolute Wahnsinn. Ich mache das eben mal nebendran und dieser Kokosduft, ja, der ist der absolute Wahnsinn. Alessandro hat sich das vorhin im DM drauf gemacht. Und als ich jetzt gerade an ihm vorbeigelaufen bin, habe ich gesagt, Lassie, zeig nochmal deine Hand oder lass nochmal an der Hand riechen und man riecht immer noch diesen Kokosduft. Also wer Kokos mag, der wird da auf jeden Fall ja, sein Produkt haben jetzt für den Sommer. Ich werde euch im Anschluss noch mein Fazit sagen über die Produkte. Ich werde euch nochmal ganz kurz was drüber sagen, aber das sind jetzt erstmal die zwei Duschschäume, die eben neu einziehen dürfen bei Bilou. Und jetzt kommen wir zu der neuen Produktkategorie. Richtig krass, was es da jetzt geben wird. Und zwar habe ich mir auch alle drei Duftrichtungen gekauft. Und zwar sehen sie so aus. Es ist ein Body Spray. Ein 2-in-1 Produkt. Und zwar habt ihr darin enthalten noch eine Art Deo. Ein sehr mildes Deo. Also an einem sehr heißen Tag würde ich mir nicht unbedingt dieses Produkt hier auftragen und dann denken, dass ich da ja, 8 Stunden geschützt bin. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich habe mir es allerdings vorhin aufgetragen, bevor ich zur Arbeit bin. Ich habe mir Coco Cocktail hier auf diesen Arm aufgetragen. So sieht das Ganze aus. Eben angehaucht an diesen Duschschaum hier. Und ich habe mir diesen hier, Tasty Donut, auf diesen Arm gemacht. Und es hält tatsächlich immer noch. Also wenn ich dran rieche, dann rieche ich es auf jeden Fall noch an beiden Armen. Mir gefällt allerdings Tasty Donut nicht so sehr wie Coco Cocktail. Ich stehe eher auf Kokos und dieser Duft hier, der ist schon sehr, sehr süß. Also das muss man schon mögen. Tasty Donut ist natürlich angehaucht an den Duschschaum, den es mal gab. Scheinbar ist der so gut gelaufen, der wurde scheinbar so gut verkauft, dass sie eben nochmal ein Body Spray draus gemacht haben. Ja, und dann gibt es noch ein neues und zwar nennt es sich Frizzy Berry. Allerdings ist dieser Duft wirklich super süß. Also das muss man schon mögen. Natürlich die jungen Mädchen, die stehen auf so Düfte und es ist sehr erfrischend. Natürlich, wenn es draußen warm ist und ihr sprüht euch damit ein mit diesem Body Spray, hat es natürlich einen ganz tollen Effekt. Aber wie gesagt, jetzt rein als Deo an heißen Tagen, das würde ich mir natürlich überlegen. Ich wollte euch übrigens noch sagen, dass dieses Pink Melon an Splashy Melon wahrscheinlich angelehnt wurde, ne, an das Produkt, das ja leider aus dem Sortiment gegangen ist, aber damit ist man natürlich auch super gut bedient. Dann wollte ich euch noch sagen, dass alle Produkte vegan sind, ohne Alkohol, dass sie hier in Deutschland hergestellt wurden, was natürlich super ist. Aber der Preis gefällt mir leider überhaupt nicht. Und zwar kostet ja, ein Produkt 3,95 Euro, was meiner Meinung nach wirklich eine Stange Geld ist. Also ich habe ja keine Mädels zu Hause, ne? Ich habe ja nur Jungs. Und die stehen natürlich jetzt nicht auf sowas, aber wenn ich Mädchen hätte, wäre ich mir sicher, dass sie den Wunsch hätten, so ein Produkt
zu kaufen. Natürlich, weil es ein Produkt ist von einer sehr, sehr bekannten jungen Frau. Ganz klar, denn ich glaube, wenn solche Produkte einfach beim DM stehen würden, hätten sie diesen Hype gar nicht. Das ist also logisch, das kann man ja an zwei Fingern zusammenzählen, ganz klar. Wenn jetzt mein Lieblingssänger oder irgendwas ein Produkt rausbringt, dann bin ich natürlich da auch schon mehr hinten dran, als wenn das jetzt einfach so im Regal stehen würde. Sind wir mal ehrlich, also die Produkte sind wirklich gut. Mir gefallen sie, auch die Düfte gefallen mir, die Duftrichtungen, aber meiner Meinung nach ist das Ganze schon überteuert. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Allerdings finde ich die Idee sehr gut mit diesem 2-in-1. Wie gesagt, es ist sehr erfrischend. Und was mir an den Produkten auch noch gefällt, ist, dass sie sehr pflegend sein sollen, weil eben sehr viel Feuchtigkeit gespendet wird und das tut natürlich der Haut unheimlich gut. Und auch dadurch, dass kein Alkohol darin enthalten ist, ist es natürlich super verträglich. Das ist überhaupt keine Frage. Wahrscheinlich ist daran auch der Preis gelehnt. Keine Ahnung. Da mische ich mich nicht ein. Übrigens ist dieses Video auch nicht gesponsert. Ich will es mal kurz dazu sagen. Ich habe mir natürlich alles selbst gekauft. Ich habe keine Anfrage bekommen, gar nichts. Also das mache ich aus freien Stücken. Ich habe mir einfach nur gedacht, dass es eine ganz tolle Neuigkeit eben aus der Drogerie ist. Und heute, wirklich heute um 14 Uhr, kamen die Produkte ganz, ganz neu raus. Einige DM-Märkte haben das Ganze schon vorher rausgeschickt, was so irgendwie nicht abgemacht war, aber ist natürlich gut für den Verbraucher, weil der schon vorher dann das Produkt in den Händen gehalten hat. Aber wie gesagt, heute, Donnerstag, kamen ganz, ganz neu diese Produkte eben raus. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt schaffen werde, das Video zu schneiden. Wahrscheinlich werdet ihr es morgen sehen. Aber ihr könnt ja schon mal losgehen zu euren Drogeriemärkten, was ihr eben in der Nähe habt. Müller, Butni, Rossmann und DM, genau. Ich glaube, ich habe es schon dazu gesagt und könnt mal schauen, ob ihr das Ganze findet. Ja, mein Fazit zu den Produkten ist, wie gesagt, die Aufmachung ist total schön. Das Packaging gefällt mir wahnsinnig gut. Es sieht wirklich sehr hochwertig aus, angehaucht an den Sommer, alles überhaupt gar keine Frage, überhaupt gar kein Thema. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist sehr ansprechend für junge Mädels eben und natürlich auch Frauen mittleren Alters. Auch mir gefallen sie sehr, sehr gut. Ich bin ja jetzt nicht die Älteste hier. Jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt eine 12- oder 13-jährige Tochter hätte, wäre es mir schon ein bisschen zu teuer. Ich würde es natürlich ihr zuliebe kaufen, aber das ist immer so eine Entscheidung, die man eben mit sich selbst ausmachen sollte. Ich finde es nur sehr schade, wenn man dann eben wenig Taschengeld hat und dann schon 4 Euro für so ein Produkt ausgibt. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder selber wissen. Ansonsten finde ich es, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass es in Deutschland hergestellt wurde. Und jetzt kommen wir natürlich, wie versprochen, zur Verlosung, meine Lieben. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass ihr Abonnent meines Kanals seid. Denn darum geht es ja. Ich möchte diejenigen beschenken, die auch sehr, sehr gerne meine Videos schauen und auch keine Videos verpassen. Ich blende euch jetzt mal die Produkte ein, die ich eben, wie gesagt, doppelt gekauft habe. Es ist nichts benutzt, es ist alles nagelneu, eben ganz frisch aus dem DM. Alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch aber nochmal unten in die Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr auf dem neuesten Stand jetzt seid. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen, ob ihr die Produkte schon gesichtet habt bei euch im DM oder in einem anderen Drogeriemarkt. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Mich hat es nämlich echt total gewundert, dass unser DM die schon hat. Wir sind nämlich immer eine der letzten Filialen wahrscheinlich, weil wir so ein kleiner Ort sind. Aber egal, ich habe mich total gefreut und habe mich gleich hingesetzt und habe euch dieses Video jetzt abgedreht. Nach Feierabend natürlich. Okay, also meine Lieben, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall am Sonntag in mein Video. Es ist, glaube ich, mein emotionalstes Video, das ich hier auf YouTube online gestellt habe. Jedes Mal, wenn ich mir eine bestimmte Szene anschaue, bekomme ich Gänsehaut. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr das Video anklickt. Am Sonntag, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!